Ja, hallo, also ich versuche jetzt mal was Neues für meinen Blog. Ich drehe mal ein kleines Video und schau mal, wie das klappt. Und ich habe das jetzt relativ spontan entschlossen, hier gerade als ich zum Rahnfels hochgefahren bin. Deswegen wird das auch ja, stark ungeskriptet sein und ungeschnitten vielleicht. Ja, worüber möchte ich jetzt eigentlich sprechen? Und zwar über das. Mein neues Hardtail, das Norvit Gorm. Wie vielleicht schon ein paar von euch gelesen haben auf meinem Blog, ich habe im Dezember letzten Jahres einen Maßrahmen bestellt bei der kleinen Rahmenschmiede Norvit, ein Katzensprung nördlich von Hamburg. Dort werden seit 1992 Stahlrahmen gefertigt, sowohl in Wunschgeometrie als auch in standardisierten Geometrien. Mein Reiserad, das Norvit Kattegat, das kennt ihr sicherlich von einigen Bildern, die ich zum Thema Bike to Work schon gemacht habe. Und mit dem Rad bin ich ja auch ums Kattegat drumherum gefahren. Was für ein passender Name. Also damals die Radtour, wo ich von Flensburg über Hirtshals, Bergen, Oslo, Fjord, Göteborg gefahren bin, innerhalb von 4 Wochen. Ja, und die Gründe, warum ich jetzt im Prinzip eigentlich ein neues Rad und dann auch noch ein Maßrahmen bestellt habe oder mir bestellt habe, die kann man eigentlich auch alle in dem entsprechenden Artikel nachlesen, wo ich genauer auf die Entstehung der Geometrie eingehe und auch Zeichnungen dazu zeige. Ich verlinke den Artikel unten im Video. Beziehungsweise auf dem Blog findet ihr sowieso in dem Artikel, wo das Video hier eingebettet ist, den Link zu dem Artikel. Ja, ich zeige euch einfach mal das Rad, erzähle vielleicht auch so ein bisschen von der Hand, was ich mir dabei gedacht habe. Dazu hole ich jetzt mal die Kamera her und muss irgendwie das Display umklappen. So. Dann, ich habe hier so ein kleines Stativ dran, was eigentlich ganz schick ist. Also, nochmal in der Großaufnahme. Da ist das Ding. Es ist ein 29er. Man sieht es bei meiner Rahmengröße. Das ist Rahmengröße 54. Genau, ja, Rahmengröße 54. Also Abstand, Drehtlager, Mitte, Oberkante, Sattelrohr. Man sieht es nicht so ganz, dass es ein 29er ist, weil einfach der Rahmen riesig ist. Ja, also ich habe... Bin 1,90 Meter, habe eine Innenbeinlänge von 92 cm. Bei mir sehen 26 Zoll Räder echt wie so Pucki-Drehträder aus. Ja? 29er, einfach stimmig. Das hat man auch schon auf der Zeichnung gesehen. Ja, ich glaube, ich gehe mal auf die Komponenten ein. Aufs Fahrverhalten gehe ich dann vielleicht, wenn das hier ganz gut klappt, nochmal in einem anderen Video ein. Weil bis auf so eine Kleinigkeit, ich sage nur Länge Kettenstreben, ist es wirklich gelungen. Also, ja, Laufräder sind handeingespeichte DT Swiss XM421 mit Hope-Narben und Sapim-Speichen. Das habe ich auch bei Norvit machen lassen. Ansonsten habe ich den Aufbau selbst gemacht. Keine Ahnung, von Laufrädern habe ich keine Ahnung mehr. Das ist fast schon ein Jahrzehnt her, dass ich das letzte Mountainbike gekauft habe. Entsprechend... habe ich mich da einfach mal auf Norvit verlassen, was die sagen, was zu so einem Rad für einen Laufradsatz passt. Gabel, das stand für mich schon relativ früh fest. Das ist also eine 140 mm Pike von RockShox. Ich glaube, hoppala, das hat sich da unten eingehängt. Ich glaube, die kennt jeder und die hat auch einfach ihre Daseinsberechtigung inzwischen. Beim Cockpit, ich muss hier mal wegen dem Baum ein bisschen rummachen, da habe ich komplett Synthase verbaut. Ich kenne gar nichts anderes mehr, ich will gar nichts anderes mehr. Ein Synthase, Megaforce mit 60 mm Länge, den Gabelschaft habe ich noch nicht, kann der das auch scharf stellen? Den Gabelschaft habe ich noch nicht gekürzt, da muss ich mal ausprobieren. Noch die klassische Bombenkrater. Kappe oben drauf. Warum wird das hier jetzt nicht scharf? Die hat seit
bestimmt 15 Jahren an jedem Rad von mir dran. Damals noch von der Bombengrader-Crew, wem es was sagt. Ergon-Griffe mit kleinen Hörnchen, kenne ich von meinem Reiserad, funktioniert wunderbar. Wollte ich hier auch. Ansonsten komplett XT ausgestattet, Schaltgriffe, Umwerfer, Schaltwerk, eine 180er XT-Kurbel wegen meinen affenartig langen Beinen. Dann eine RockShox Reverb, neuester Bauart. Mit meiner ersten an meinem Fritz hatte ich nicht ganz so tolle Erfahrungen, die war ständig kaputt. Mal schauen, wie es hier läuft. Und das ist eine Stealth-Version. Das heißt, die Leitungen sind intern verlegt im Sattelrohr nach unten und treten dann hier aus, treten hier ins Unterrohr wieder ein, sind in einem internen verlaufenden Röhrchen, laufen hier hoch, treten hier wieder aus und oben an den Griff. Genauso auf der anderen Seite die Scheibenbremse, eine Magura MT5 vorne und MT4 hinten, weil hinten nämlich ein unsäglicher Flat Mount Standard verbaut ist. Gut, Pedale brauchen wir jetzt nichts drüber zu sagen, da fährt jeder. Hinten ist so ein XT-Schaltwerk, Shadow glaube ich, was so eine Dämpfung hat, soll wahnsinnig toll funktionieren. Schauen wir mal. Ja genau, zur Übersetzung sage ich noch was. Hinten habe ich so eine 11-Fach-Kassette, die einfach riesig ist. Die Zähneanzahl kann ich euch jetzt nicht auswendig sagen, muss ich raussuchen, schreibe ich dann aber unten in den Artikel mit rein, in die Videobeschreibung. Und die Kurbel ist eine, 36, 26. Ich hatte das damals mit dem ritzelrechner.de oder .com berechnet. Und das sollte eigentlich vom ersten Gang sein, so wie bei meinem 26 Zoll Oldschool Mountainbike, was ja heute so keiner mehr fahren kann, ohne sich die Beine zu brechen. Angeblich sollte den ersten Gang identisch ergeben. Und jetzt so bei der ersten Probefahrt muss ich auch sagen, das ist ganz harmonisch. Also bergab, das läuft auch schon ganz brauchbar. Ja, verbaut sind Nobby Nick. Ich denke, irgendwie was Größeres passt dann einfach zu dem Rad nicht. Ja, was man hier nochmal sehen kann, sind die Details von den Rahmenübergängen. Also der Rahmen, das ist ja ein Stahlrahmen mit Columbus-Rohren, Columbus-Zona-Steuerrohr, weil ein Achtel auf ein Fünftel Zoll, stimmt das? Schauen wir mal. Verändert, also das ist ein Columbus-Zona-Steuerrohr und der restliche Rohrsatz ist Columbus-Live. Fachleute sagt das bestimmt was. Ja, genau. Der Rahmen, der ist nicht geschweißt, der ist also auftragsgelötet. Sieht man hier auch so die Übergänge. Da werden keine Muffen verwendet, sondern da wird mit einem relativ dickflüssigen Silberlot die Rohre verbunden und dann sozusagen diese Übergänge ausmodelliert mit dem Silberlot. Danach verschliffen und dann gibt das so eine extrem handschmeichelnde Übergänge. Noch ein Highlight, oder was heißt ein Highlight? Ich habe mir auch Gepäckträgerösen dran machen lassen, die wurden hier angelötet und hier unten an den Ausfallenden angeschweißt. Hat, glaube ich, lass mich nicht lügen, 25 Euro Aufpreis gekostet. Und ich könnte jetzt auch ein Bikepacking-Rad daraus machen, was eigentlich eine super Alternative ist, wenn man mal ein bisschen ein progressiveres Gelände möchte, als mit dem Reiserad möglich ist. Gut, was gibt es noch zu sagen? Ja, vielleicht zu dem Dekor noch was zu sagen. Also es ist schwarz gepulvert und im ersten Pulvergang glänzend gepulvert. Dann wurden die Schriftzüge maskiert. Also hier der Norwich-Schriftzug, einmal hier und einmal hier. Na? Ich komme hier gerade mit dem Touchscreen nicht so ganz klar, aber also auf jeden Fall ist das gleiche Prinzip hier. Und dann im zweiten Schritt nochmal matt drüber gepulvert. Also natürlich erst quasi im Ofen ausgehärtet, dann maskiert, nochmal drüber gepulvert, matt,
dann die Maskierung wieder abgezogen und wieder im Ofen ausgebacken. Und so kommt dann hier so dieses wenige Zehntel, vielleicht ein Zehntel, tief drin liegende, glänzende Dekor. Total geil. Ich habe ewig rumgemacht wegen der Farbe. War fast komplizierter als die Geometrie zu finden. Aber ja, am Ende wurde es dann einfach ein Dekor, was ich dort im Laden habe stehen sehen. Also ich war ja am Anfang Dezember kurz für einen Termin dort, auch zum Probesitzen von der Geometrie auf so einer Rahmenpositioniergerät, nennen sie das, glaube ich. Ja, und ich stelle mal die Kamera wieder hin und dann rede ich mal kurz weiter. Ich muss das aber neu justieren. Ah, balla. Ja, also ich war ja dann dort Dezember kurz dort und konnte das da Probe sitzen und dort habe ich mich dann spontan für ein Dekor entschlossen. Die Leute, die mich da so ein bisschen begleitet haben in meinem Freundeskreis zu dem Thema Fahrrad, die wissen, was ich da für einen riesen Aufriss gemacht habe. Dann wollte ich erst Signalgelb und hau mich tot. Ich bin froh, dass ich so gemacht habe. Wie hat jemand gesagt, der sich intensiv um meine Geometrie auch bemüht hat, damit ich da jetzt nicht irgendwie von den Winkeln und den Längen her Amok laufe, Black ist das neue Schwarz. Gut, ich für meinen Fall werde jetzt wieder die Runde weiterfahren, nochmal am Rahnfels vorne vorbeischauen und dann irgendwann euch nochmal berichten, wie das Fahrverhalten ist. Alles klar. Ciao.